Willkommen bei «Fäusi Federal». Das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter, direkt aus dem legendären Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist Petra Gössi. Sie ist Schweizer Nationalrätin und Präsidentin der Freisinnigen. Wir reden heute über drei Themen: die Corona-Lockerungen vom Bundesrat, was sie bedeuten, wie sie zustande gekommen sind. Dann, wie weiter es mit dem Rahmenabkommen soll gehen. Es ist ein bisschen turbulent in dem Thema in den letzten Tagen. Und wieso die FDP das CO2-Gesetz unterstützt. Aber zuerst nehmen wir wie immer ein Glas Wein. Petra, ich habe dir etwas mitgebracht aus deinem Heimatkanton Schweiz, aus Wangen am Zürichsee. Das freut mich. Eine Scheurebe, also ein bisschen unbekannte, aber feine Trauben. Ganz ein kleiner Weinbauer, Irslinger. Und mal schauen, ob er dir schmeckt. Hey, zum Wohl. Super. Vor allem, den kenne ich nicht. Oh, Dominik. Fruchtig, viel Charakter. He? So wie du fein. Auch. Hast du ihn gern? Das habe ich gerne. Gut. Aber ich habe gerne fruchtige Weisswein. Ich bin sowieso viel mehr der Weisswein-Trinker. Ich trinke weniger Rotwein. Weisswein bin ich voll dabei. Und wenn der noch so fruchtig ist und gut abtemperiert, perfekte Temperatur, dann ist da habe ich gefreut. Das ist gut. Aha. Jetzt können wir ja bald vielleicht auf einer Terrasse wieder mal ein Weisswein trinken. Der Bundesrat lockert das und noch ein paar andere Sachen, Veranstaltungen drinnen, draussen. Bist du auch wie viele überrascht gewesen, dass es so viele Lockerungen gibt? Nein, mich hat das nicht so erstaunt. Vor allem, all die Lockerungen waren ja schon vor einem Monat die Konsultation. Gerade alle Kantone haben sich zum Beispiel für die Terrassen ausgesprochen. Man hat auch in den Skigebieten gesehen, dass das nicht zu Schwierigkeiten geführt hat. Also, und da hatte ich vor allem das Gefühl, es ist an der Zeit, dass der Bundesrat etwas aufnehmen muss. Und vor allem auch, oder wir haben ja jetzt nicht nur einfach eine Gesundheitskrise, sondern wir haben wirklich eine Gesellschaftskrise. Es ist wirtschaftlich immens schwierig für die, die unmittelbar betroffen sind. Es geht vielen Leuten nicht gut, sie sind bedrückt, sie haben den Corona-Blues. Und das als Zeichen geben, dass man etwas wieder rüberkommt, weil es sind sowieso alle Leute von aussen. Sie bewegen sich von aussen. Und da ist es mir dann sogar viel lieber, man kann es auch in einem kontrollierten Rahmen machen, wie zum Beispiel auf diesen Terrassen, wo man auch wie da die Schutzvorrichtungen hat, wie dass sich einfach alle an der Seepromenade treffen, Schulter an Schulter auf dem Mäuerli hocken und dann überhaupt keinen Abstand mehr halten. Ich finde es einen richtigen Entscheid. Was mich dann mehr erstaunt hat oder mit was ich nicht unmittelbar gerechnet habe, ist zum Beispiel mit dem Fitnesscenter. Aber auch das begrüße ich, weil ich glaube, es gibt viele, die sowieso immer Sport machen. Für die ist es zwar mühsam, aber die machen immerhin noch etwas. Und dann gibt es aber auch sehr viele Menschen, die gesundheitlich schauen müssen, dass sie sich bewegen, weil sie schon Rückenweh bekommen und alles. Und das finde ich einen guten Schritt, einen sinnvollen Schritt. Es wird auch weiterhin noch schwierig sein, weil man muss alle Schutzmaßnahmen einhalten muss. Das ist nicht einfach wie vorher, sondern es ist wirklich mit Schutzmaßnahmen. Aber es ist immerhin so ein Schritt zurück und das begrüße ich. Aber ich meine, das Risiko ist gleich da. Das hat der Bundesrat auch betont, dass wir irgendwie zunehmend Fälle haben, dass plötzlich das Gesundheitswesen überlastet wird. Sagst du, ja, das haben wir schon im Griff? Oder wie siehst du das? Nein, das Risiko ist da und das ist auch extrem wichtig. Die Leute müssen sich daran halten, sie dürfen nicht vergessen. Wir sind noch überhaupt nie draußen. Wir haben sogar viel mehr jetzt mit mutierten Viren zu tun und das wird weiterhin so weitergehen. Wir sind in einer anderen Situation wie im Herbst schon mit den Impfungen, Settis vorwärts gehen. Wir sind zwar noch Settis. Genau, wir sind überhaupt nicht dort. Das kritisieren wir ja auch massiv. Ja. Das hätte viel schneller vorwärts gehen. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein können, aber nichtsdestotrotz, es werden immer mehr Leute geimpft werden. Und dann das Risiko, das ist selbstverständlich da. Aber, und das kritisieren wir auch, und das finde ich extrem schade, dass das der Bundesrat gestern nicht gemacht hat. Er hat nicht aufgezeigt, wie er die immer mehr geimpften Leute in seine Strategie einbezieht. Also was bedeutet das? Oder? Das heisst ja auch, dass die Werte, dass die sich irgendwo dem anpassen müssen, dass also wir nicht geimpft sind. Ja. Und oder nach was richtet man sich? Nach den Spitalbelegungen, nach den Ansteckungsfällen, nach den Geräten von der Krankheitsfällen? Oder heisst das, es darf gar niemand krank werden? Oder was bedeutet das? Das ist etwas, das ist extrem schwierig. Mhm. Und der Bundesrat tut auch die Richtwerte, die er hat. Also erstens hat er sie am Anfang immer wieder geändert. Er hat immer wieder von anderen Werten geredet. Und jetzt sind sie obsolet, weil 4 von 5 sind nicht erfüllt. Ja. Und er macht trotzdem Öffnungen, oder? Wo er mit dem gleichen Richtwert vor einem Monat noch abgelehnt hat. Ja. Kann man das noch ernst nehmen, wenn man so Richtwert hat und sich gleich nicht daran hält?
wir haben immer eine Perspektive verlangt, dass er den Leuten eine Perspektive gibt. Und die Perspektive muss sich natürlich anpassen, dementsprechend eben auch, was heisst das jetzt, wenn die Leute geimpft werden, wenn immer mehr Leute geimpft sind. Und das macht er nicht und die Perspektive fehlt immer noch. Also das heisst, so ein bisschen, das, was man immer kritisiert hat, das ist ein Blindflug, oder? Weil man eben nicht weiss, nach welchen Wert soll es jetzt gehen. Meines Erachtens ist das immer noch gegeben. Und was ich einfach sehr schade finde, ist, dass es der Bundesrat weiterhin verpasst hat, diese Perspektive zu geben. Also ich weiss immer noch nicht, wie eine Perspektive aussehen soll. Für im Sommer zum Beispiel. Genau. Ja. Oder, also das ist mal der erste Punkt. Und dann gibt es aber noch einen bedeutenden zweiten Punkt. Und das BAG hat ja bis jetzt zusammen mit den Kantonen, die Impfungen sind nicht im genügenden Tempo vorangeschritten. Wegen wem? Du mir sagen, wer ist schuld für das? Ja, es gibt die verschiedensten Punkte. Oder? Am Anfang ist es mit dem IT-Programm hat nicht funktioniert. Das ist klar gewesen, das hat das BAG verschlafen. Das hätte man schon vor einem Jahr oder zumindest im letzten Sommer aufgelesen. Man hätte können drei verschiedene Lösungen haben und dann schauen, welche man weiterentwickeln kann, mit welcher man vorwärts schreiten will. Dann hat es nicht funktioniert, mit genügend früh und genügend Menge an Impfstoff zu einkaufen. Dann hat man meines Erachtens in unserer Beurteilung grosse Fehler gemacht mit der Impflinie bei Lonza. Oder? Weil dort ist es nicht darum gegangen, wir haben dort keine staatliche Impflinie gefordert, sondern wir haben klar gefordert, dass die öffentliche Hand zusammen mit der Wirtschaft tätig wird. Also das ist ein typisches Public-Private Partnership, eine Zusammenarbeit, wo man sich dann eben unter Umständen auch hätte können, früher mehr Impfstoff von Moderna, der dort produziert wird, hätte können sichern. Weil so läuft es eben auch in der Privatwirtschaft. Ich bin überzeugt davon, wir werden noch auf weitere Fragestellungen stoßen, wo das BAG nicht in genügender Form hat zusammengearbeitet mit der Wirtschaft. Also das ist sicher mal ein Punkt. Also und da vielleicht noch etwas, was mir wichtig ist, um das aufzuzeigen. Der Eindruck, den ich aktuell habe, ist, dass in dieser Krisensituation, in der wir stecken, alles das, was von der Privat ist, aufgeleistet wurde, das hat relativ schnell gut funktioniert. Also es hat angefangen bei den Darlehen, bei den Solidarbürgschaften, wo ja eigentlich, natürlich zusammen mit der öffentlichen Hand, aber auch Banken haben es gemacht. Genau, es ist über Banken aufgelöst worden. Hat sehr schnell, sehr gut funktioniert. Das war ein typisches Beispiel, wo die Privaten mitgeschafft haben. Dort ist es schnell gegangen. Jetzt aber zurück zu den Impfungen. Dann harzt es sicher auch bei den Kantonen. Es gibt Kantone, dort läuft es sehr gut. Die Impfstoffe, die sie zur Verfügung haben, die bringen sie sehr schnell unter die Leute. Dann gibt es Kantone, wo es überhaupt nicht läuft. Ein Beispiel war, dass wir über Ostern hat man einfach mal alles runtergefahren haben. Ja, mit dem haben wir mal wieder drei Tage verloren. Jetzt haben wir den Uffert vor uns, wir haben Pfingsten vor uns. Und wenn man jedes Mal einfach alles runterfährt, dann haben wir am Schluss anderthalb Wochen verloren, wo jeder einzelne Tag darauf ankommt, dass man die Leute so schnell wie möglich impfen kann. Man soll sie am Abend um 7 Uhr impfen und man soll sie am Samstag impfen und sich nicht nur nach Bürorichtzeiten richten. Das ist, mir ist schon klar, das ist eine Herausforderung. Das ist ja nicht einfach so schnell gemacht. Aber wir sind auch in außerordentlich schwierigen Zeiten, wo einfach alle am gleichen Strick ziehen müssen, damit man das möglichst schnell Hast du den Eindruck, es gibt im Departement von Alain Berset oder im Bundesamt für Gesundheit so ein bisschen die Aversion, mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten, beim Testen, beim Tracen oder beim Impfen? Also irgendwie, es fehlt wie das Know-how oder Kontakt in die Wirtschaft. Das war mal eine Stärke von der Schweiz, dass wir sehr eng der Staat und die Wirtschaft sehr, man hat voneinander gewusst, man hat sich gekannt, man hat einander angerufen und in einer Krise, ja, musst halt zum Telefon gehen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiss nicht, woran das harzt oder woran das bis jetzt gelegen ist. Ich weiss auch nicht, ob wir das jetzt neu können aufgleisen können, dass das jetzt besser läuft. Wir haben mit dem Bundesrat Berset zu diesen Punkten schon den Austausch gehabt als Parteispitze. Ich hoffe einfach, dass man aus den Fehlern, die man jetzt in den letzten paar Monaten gemacht hat, dass man da lehrt, und zwar ab morgen die Lehre gezogen hat und dass das besser läuft. Woran das liegt, weiss ich nicht. Aber ich glaube, wichtig ist schon, dass man auch in der Verwaltung Leute hat, die wirklich unmittelbar das Wissen aus der Privatwirtschaft hineintragen können. Dass man eben Leute hat, die einerseits, dass man alles abdecken kann. Dass man Leute drin hat, die aus der Lehre kommen, die aus der Wissenschaft kommen, aber auch Leute hat, die aus der Wirtschaft kommen, damit man eben ein vereinigtes Wissen, das es braucht. Das ist ja nie nur etwas, wo man wo jetzt ein Heilmittel wäre. Man muss wirklich alles zusammentragen können. Und dass man das eben dann
im BAG kann machen. Jetzt schauen wir vorwärts. Oder? Also die Idee ist, dass man weiter impft und dann kann man vielleicht noch mehr Lockerungen machen. Oder? Das ist das gute Szenario. Das andere ist, dass die Zahlen wieder steigen und dann müssen wir dann wieder zutun. Oder? Das wird die Zukunft weisen. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe nicht, dass es eine Ping-Pong-Bewegung ist. Ich hoffe auch nicht, dass es eine Wellenbewegung ist. Ich habe aber extremen Respekt davor, und das ist eben genau der Kantengang, oder? Dass, wenn wir jetzt mit Mutationen zu tun haben, wo das ist ja noch nicht, wenn die auf einmal aggressiver werden, wenn man sieht, dass jüngere Menschen mehr zu Spitäler kommen, dass die Intensivstationen auf einmal wieder sehr stark belegt sind, was ja aktuell nicht der Fall ist, aber wenn das wieder eintreten sollte, dann muss man wieder anders reagieren. Oder? Und ich hoffe natürlich klar nicht, dass das der Fall ist. Ich hoffe auch, dass man die Leute, die Menschen mitnehmen können und daran erinnern, hey, legt die Masken an, haltet Abstand, haltet Hygienemassnahmen ein, schaut das nicht als Freipass an, weil sonst könnte das Pendel wieder zurückschlagen. Dass das nicht der Fall ist. Ich hoffe aber auch, dass es mit den Impfungen jetzt sehr schnell, massiv schneller vorangeht. Und es ist alles ein Spiel. Also ein Spiel miteinander. Das sind alles einzelne Faktoren, die miteinander spielen müssen. Ich hoffe aber auch, dass die Leute sich zum Beispiel testen und dass, wenn sie ein positives Ergebnis haben, das auch ernst nehmen und dann sagen, ich muss mich zurücknehmen, ich muss nicht nur in Quarantäne, ich muss wirklich in die Isolation, ich muss dann die notwendigen Schritte einleiten oder auch das braucht es dann eben. Und das ist natürlich, das geht sehr stark auch mit der Eigenverantwortung einher. Und da bitte ich einfach auch die Leute, dass sie das dann machen, weil sonst kann es sein, dass das Pendel wieder zurückschlägt. Und das müssen wir können verhindern. Es gibt Leute, die sagen, ja, das wird nie funktionieren mit der Eigenverantwortung, weil Menschen nicht auf das achten. Und dann ist klar, dass wir wieder ein Ping-Pong werden haben. Und geimpft sein, den Impftermin haben wir auch hinterher verschoben, oder? Mal war es Ende Juni, jetzt ist es Ende Juli, Ende August. Ja, aber das hat natürlich nichts mit Eigenverantwortung zu tun, sondern das ist, wie viele Impfungen stehen zur Verfügung. Ja, natürlich. Oder die Übergangsphase wird heißer, oder? Ja, aber darum ist es eben da wichtig, dass wir wirklich jetzt die Impftermine alle, die möglich sind, einfach so schnell wie möglich vergibt. Da finde ich, müsste man auch darüber debattieren, wäre es nicht auch eine Impfstrategie, dass man sagt, möglichst viele Menschen zuerst mal mit der ersten Dosis zu schützen, weil es gibt ja da Studien, die belegen, dass eben schon nur die erste Dosis, genau, dass das schon mal sehr viel hilft, dass nachher auch die Übertragbarkeit sinkt. Das müssen aber die Fachexperten beurteilen. Das kann ich nicht sagen. Ich meine, ich kann einfach sagen, was ich in der Zeitung lese, kann das Wissen mitnehmen, kann da die entsprechenden Fragen stellen. Aber du hast vor allem die Eigenverantwortung angesprochen. Und da glaube ich schon, dass ich persönlich bin überzeugt davon, dass die Öffnungsschritte, die man jetzt eingeleitet hat, die sind extrem gut auch für die Psyche, für die Emotionen der Leute. Auch, dass man wieder Leute einsetzen kann im Arbeitsbereich oder dass die wieder etwas zu tun haben. Ich habe jetzt auch können lesen, ja, das ist vor allem Symbolpolitik. Also, gerade auch für die Wirte, oder? Ja, natürlich, oder wirtschaftlich federt das jetzt nicht einfach alles ab, aber nichtsdestotrotz, es tut den Menschen gut, wenn man sich in einem kontrollierten Rahmen draussen treffen. Weil was passiert sonst? Man trifft sich ja trotzdem, aber eben weniger kontrolliert. Und darum, ich glaube, es ist ein starkes Zeichen, es ist ein gutes Zeichen, das von vielen auch positiv mitgenommen wird. Oder ein anderes Beispiel, an die Universitäten, das wird auch wieder geöffnet, bis zu 50 Leute. Genau. Das finde ich auch für die Jungen, für die, die studieren, für den Austausch, der ist so wertvoll, wenn man das wieder machen kann. Weil der Austausch, der findet ja schon irgendwie statt, aber wieder das Miteinander, das tut doch den Leuten gut. Und das ist etwas, das ich sehr dankend entgegennehme. Und da ist auch, ich habe das auch gesehen bei unserer Bundesrätin, bei der Karin Keller-Sutter. Sie war ja letztes Wochenende wieder Presse gewesen, dass sie das möchte pushen, dass das eben auch wieder möglich wird. Und da hat man jetzt gesehen, dass der Gesamtbundesrat einen Schritt gemacht hat. Und da glaube ich schon, dass auch die einzelnen Bundesräte eben auch ihres dazu beitragen haben, dass der Gesamtbundesrat einen Schritt jetzt gemacht hat. Das ist ein gutes Stichwort. Oder? Es hat immer geheißen, dass die FDP-Bundesräte oder die SVP hat euch angeklagt, sozusagen. Die FDP-Bundesräte helfen nicht, Lockerungen zu beschliessen. Oder? Und, hast du Druck ausgeübt auf deine beiden Bundesräte? Jetzt machen wir mal etwas. Ja, wir haben natürlich immer aufgezeigt, was unsere Strategie ist. Aber der Gesamtbundesrat hat nachher einfach als Gesamtbundesrat entschieden. Wir haben immer aufgezeigt, dass wir haben ja zum Beispiel auch den 100-Tages-Aktionsplan, also mit Schützen, Entschädigen, Impfen. Und dann aber so schnell, so vor allem so schnell wie möglich impfen. Die Schritte, die wir dort haben aufgezeigt, die werden nie gehalten werden. Oder? Wir haben bis Ende April viel mehr Impfungen, vor allem auch in den vulnerablen Gruppierungen, haben wir auch gefordert. Dort sind wir noch nie.
Und jetzt aber, ich glaube schon auch, dass auch unsere Bundesräte gesehen haben, oder auch die Bevölkerung, dass es dann eben schwierig wird, irgendwann zu erklären, man kann zwar in die Hotel gehen, man kann dort in der Speisesaal essen, man kann sich aber nicht auf der Terrasse draussen treffen, obwohl man ja weiss, dass draussen weniger Ansteckungen passieren. Also solche Sachen sind immer schwieriger geworden, auch in der Bevölkerung zu vermitteln. Mhm. Und das ist etwas, wo alle Leute, wir leben alle in der Schweiz und wir nehmen ja das alle wahr, vielleicht aus einer unterschiedlichen Perspektive, je nachdem, wie die eigene Betroffenheit ist. Aber das ist etwas, wo ich dankbar bin, dass der Gesamtbundesrat das aufgenommen hat. Mhm. Und gegen was ich mich absolut verwehre, ist auch, dass man jetzt das Gefühl hat, dass also ich kann da für unsere Bundesräte reden. Ich bin zwar nicht an der Bundesratssitzung dabei gewesen, aber ich tausche mich ja in aller Regelmäßigkeit mit denen aus. Also was nicht wirkt, ist, und das, ich finde das lächerlich, wenn eine Partei das Gefühl hat, dass jetzt ihre partizentrale Parole soll in einem Bundesrat Einsitz halten. Ich meine, vor allem wenn es von SVP ist zur FDP, das funktioniert nicht. Oder? Das ist Parteipolitik, die man zur Unterhaltung der Leute mal bringen kann. Das hat aber nichts mit der wahren Politik zu tun. Oder? Das ist, wenn die SVP das so bespielen will, Tampi, da kontern wir einfach. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Mhm. Es soll aber mit der Realität zu tun haben, dass man eben auch das spürt in dem Umfeld, wo man lebt und das dann eben auch in den Bundesrat hineintragen kann. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, man hat von außen den Eindruck, die bürgerlichen Bundesräte, alle jetzt nicht nur euch, haben ein bisschen lang zugeschaut. Und der Alain Berset war schon sehr bestimmend die ganze Zeit. Und jetzt hat er auch selber offenbar ist er zu Risiko, er muss etwas machen. Oder? Wir haben es ja schon sehr lange hat man ihn machen und die Wirtschaft hat ja schon den Druck gemacht im Dezember und im März und jetzt wieder. Ja. Wir sind ja mit dem Entscheid auch nicht einverstanden gewesen, oder? Wir haben ja sehr oft auch aufgezeigt, genau. Wir würden uns etwas anderes vorstellen. Aber, und das muss ich trotzdem auch in aller Ehrlichkeit sagen, die Verantwortung und die Entscheidung ist beim Bundesrat gelegen. Und wir haben ja auch nicht die Expertise gehabt, wir haben nicht den Austausch gehabt, auch nicht mit allen Experten, nicht mit allen Virologen, aber auch nicht mit allen Wirtschaftsleuten. Und da ist natürlich völlig klar, wir vertreten da auch klar die Interessen aus dem Kreis heraus, wo wir uns auch bewegen. Das gehört dazu, das ist bei jedem Politiker der Fall. Mhm. Die schlussendliche Verantwortung liegt beim Bundesrat. Er hat vielleicht auch mehr Informationen gehabt, das muss man einfach auch zugestehen. Ich bin dankbar, dass wir jetzt wieder ein Gefühl bekommen, es spielen wieder die verschiedensten Interessen rein. Es ist wieder kollegialer als vorher, habe ich schon das Gefühl. Oder? Man hat wieder mehr diskutiert, offenbar auch im Gremium, statt einfach gesagt, ja, mach du alle. Und das ist, ja, ich bin nicht ganz sicher, ob du das jetzt richtig zusammengefasst hast mit ihm. Mach du alle, bin nicht so sicher. Aber nichtsdestotrotz, also so ein bisschen auch die Verteilung, die Diskussion, ja, die du jetzt gesagt hast, das glaube ich schon, das hat jetzt wieder ein bisschen mehr gespielt. Und das ist wichtig, weil wir sind schon lange nicht mehr in dieser Situation von dieser außerordentlichen Lage. Wir sind aber nichtsdestotrotz, wir sind noch nicht in der normalen Lage, sondern wir sind immer noch in der besonderen Lage nach Epidemiegesetz. Und da gibt es schon noch eine andere Gesetzmäßigkeit, wie wenn einfach alles wieder normal wäre. Mhm. Wir sind immer noch in einer Krisensituation, aber jetzt eben, und wahrscheinlich hat der Bundesrat eben auch das gespürt. Oder? Es ist jetzt wirklich ein Gesellschaftskrise mit Leuten, die gesundheitliche Probleme bekommen, nicht wegen Corona, sondern wegen den Einschränkungen, die man hat. Die Einschränkungen in den Freiheitsrechten, ich meine, die sind massivst. Und auch da braucht es eine Verhältnismäßigkeit. Das hat das Parlament jetzt übrigens auch in dem Covid-Gesetz. Wir haben das ins Gesetz reingeschrieben. Ja, oder? Genau. Der Bundesrat muss sich auch an das halten. Also, und das ist sicher auch ein Fokus, wo es ist nicht eine Frage, ob er das will, sondern der Fokus muss er darauf halten. Und dass sich die Verhältnismäßigkeit in einer Phase, in der man eine Test- und Impfstrategie fährt, dass sich das dann anfängt zu verschieben, das ist meines Erachtens mit Blick auf das Gesetz auch zwangsmässig gegeben, weil das Parlament hat das ins Gesetz hineingeschrieben. Der Bundesrat ist weiterhin in der Verantwortung, auch bei einem anderen Thema, beim Rahmenabkommen. Und dort hat man den Eindruck, also man hat gestern wieder nichts entschieden, offenbar. Man macht am Montagmorgen eine Krisensitzung von 8 bis 10. Und es ist immer noch nicht klar, wer auf das Brüssel fährt nächste Woche, mit was und wie man es aufgleist, wer telefoniert und so. Was ist dein Eindruck von dieser Debatte? Was macht der Bundesrat dort für einen Fall? Also zuerst mal, ich hoffe nicht, dass es eine Krisensitzung ist am Montag, sondern ich hoffe einfach, dass es das zeitlich so hat müssen ergeben, aufgrund von verschiedenen Sitzungen auch innerhalb von der EU.
Wenn es eine Krisensitzung wäre, wäre es denkbar schlecht. Aber so viel einfach zum Wording. Ich habe eher das Gefühl, das ist vor der Presse aufgebaut worden. Aber das soll nicht darüber hinweg täuschen. Ich bin vom Verhalten des Gesamtbundesrats enttäuscht. Ich sehe die Führung nicht, wo der Bundesrat gemäss Bundesverordnung hat. Oder? Also, Führungsverantwortung. Genau, es ist ja seine Führungsverantwortung. Entschuldigung, Bundesverfassung, nicht Bundesverordnung. Ja, ich will sagen Bundesverfassung. Die er gemäss Bundesverfassung hat, oder auch in der Aussenpolitik, ist die Kompetenz beim Bundesrat. Mhm. Er muss die Führung übernehmen. Ich will vom Bundesrat spüren, was erachtet er mit Blick auf das Wohlergehen der Schweiz als richtigen Weg. Ich will wissen, welchen Weg er einschlägt. Das muss er noch nicht öffentlich kommunizieren. Aber ich will zumindest spüren, auch als Parteipräsidentin, dass er zumindest weiss, in welche Richtung er marschieren will. Und das ist jetzt nicht der Fall? Das ist bei mir noch nicht der Fall. Ich sehe nicht, welchen Weg er einschlagen will. Und das finde ich, nachdem er das jetzt jahrelang diskutiert und debattiert hat, finde ich, wäre es jetzt also an der Zeit, dass man da das mitbekommt. Oder dann nur zu sagen, ja, das Rahmenabkommen ist wahrscheinlich gescheitert. Oder irgendwie läuft es so ein bisschen auf das raus, wenn man alle Zeichen ein bisschen zusammennimmt. Ich weiss aber nicht, ob das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob die politischen Gespräche, die man mit Brüssel führen kann, zu einem anderen Resultat führen könnten. Wir kennen die auch als Verhandlungsmandat nicht, das der Bundesrat hat, mit Blick auf die Weiterverhandlungen mit, oder Klarstellungen mit Blick auf das Rahmenabkommen. Das ist alles so ein bisschen wird geheim gehalten. Aber das heisst eben auch, man muss dann wirklich anfangen, sehen, für was der Gesamtbundesrat einsteht. Und es ist die Verantwortung des Gesamtbundesrats. Und es geht um das Wohlergehen der Schweiz. Und es ist zusammen mit der Altersvorsorge die wichtigste Fragestellung für die Schweiz. Also es gibt auch noch, ich meine, die Frage der Sicherheit ist auch wichtig, aber das ist eine der wichtigsten unmittelbaren Fragestellungen, die wir entscheiden für die Schweiz. Gut, aber man weiss, in diesen drei Bereichen, Lohnschutz, staatliche Beihilfe und Unionsbürgerrichtlinie, will man Klärungen, die irgendwie rechtsverbindlich sind, oder? Und offenbar hat man nichts erreicht in diesem Bereich. Das ist auch der FDP auch wichtig, die drei Sachen. Und euch ist noch die Guillotine-Klausel auch noch wichtig. Mhm. Ja, also am Schluss, es sind, wenn man schaut, wo rote Linien sind, nicht nur bei euch, bei der SP gibt es lauter rote Linien, bei der CVP gibt es rote Linien, bei der SVP gibt es einen roten Balken, schon immer. Also eigentlich ist gar nicht viel zu machen. Ja, die Situation ist immens schwierig, aber was dann eben wichtig ist, ist oder für was wir voll und ganz ist, und ist für einen bilateralen Weg. Und das Insta, das ist ja nicht, das ist ja vor allem die Absicherung von dem Weg, als das ist ursprünglich mal angedacht war. Wenn es nicht zu dem Abschluss kommt, dann ist für uns extrem wichtig, dass der Bundesrat anfängt aufzuzeigen, mit was er denn weiter mit der EU reden. Weil was wir wollen, ist, dass der bilaterale Weg weitergeht. Für uns kommt die Diskussion über einen EU-Beitritt überhaupt nicht in Frage. Oder? Weil das ist dann etwas, wo zum Beispiel die SP ja immer ein Parteiprogramm hat. Da können wir uns absolut dagegen verwehren. Was wir aber auch nicht wollen, ist der Weg von einem Brexit. Weil Brexit hat ganz eine andere Fragestellung gehabt. Die haben die Fragestellung gehabt, sie brechen vollkommen mit der EU. Also sie treten aus und müssen jetzt schauen, dass sie irgendwie einen weiteren Handel haben. Aber wenn ich das Brexit-Abkommen, also das Freihandelsabkommen anschaue, das UK geschlossen hat, dort haben wir zum Beispiel mit Blick auf die Landwirtschaft absolut keinen Schutz mehr drin, keine Beschränkung mehr. Das ist mit Sicherheit ein aber Weg, den Schweiz nicht will. Ja, aber sie gehen dann oder wiederum sehr weit, zum Beispiel bei der staatlichen Beihilfe. Sie genau gehen dort so weit, wo ich für weiter die Schweiz... Sie gehen das viel weiter, oder? Auch als wir jetzt überhaupt die zugesagt haben. Sie haben aber auch mit Blick auf Umweltschutz gehen sie dann auch extrem weit, sagen, sie übernehmen die Regelungen der EU. Oder? Also sie gehen in Schritt, da ist bei uns das CO2-Gesetz Nasenwasser gegangen. Drauf, ja. Also, und da, die gehen zum Teil so sehr weit, dass genau die Kräfte, die das jetzt propagieren, wo ich mir dann einfach nicht sicher bin, ob sie das auch tatsächlich wollen. Gut, jetzt kann man sagen, man kann ja alles noch verhandeln. Da werden wir, aber das ist dann... Irgendwann sind dann wahrscheinlich die Verhandlungsspielräume ausgereizt. Und darum ist es uns eben so wichtig. Oder es geht nicht darum, ob wir jetzt das Insta haben, aber der Bundesrat soll aufzeigen, wie er dann weiterfahren zur Absicherung des bilateralen Wegs. Was soll er machen? Soll er Kohäsionsmilliarden offerieren, dass man die
verdoppelt oder verstetigt oder so, das gehört mir. Was hat er denn noch in der Hand, um eben den bilateralen Weg weiterzuführen, ja, so wie du willst? Wahrscheinlich ist oder etwas, was unbestritten ist, sind die technischen Massnahmen, die jetzt nicht bestritten sind, die man muss können angleichen muss. Ich glaube, das wäre ein Weg, ein Schritt, den man müsste können machen müsste. Die EU will einfach das nicht akzeptieren. Ja gut, aber das ist natürlich auch eine Frage, das ist ja, da kann man ja weiterreden. Also, jawohl. Und ich meine, ich bin nicht in der Verhandlungsposition, da bin ich natürlich einfach Parteipräsidentin, die das entsprechend fordern kann. Mir geht es eigentlich darum, jetzt im ersten Schritt, was ist denn unmittelbar realistisch? Sondern ich wollte einfach, dass der Bundesrat uns aufzeigen kann, wenn es nicht zu dem Rahmenabkommen kommt, wie weiter. Es gibt dann verschiedene Wege, vor allem etwas, was wir dann auch klar propagieren, ist, dass man dann schaut, dass man die Gesetzeswerke, die wir bei uns im Inland anpassen können, die wir auf einen aktuellen Stand bringen können, dass man das sicher mal macht. Eben ein Anliegen ist, ich meine, die nächste Schwierigkeit, die wir unmittelbar werden haben, ist ja mit den technischen Handelshemmnissen in den Medizinalprodukten. Mhm. Dann in einem Jahr wird es dann weitergehen mit den Maschinenbauern, wo wir dann auch werden an Schwierigkeiten stoßen, dass man das, was man technisch abwickeln kann, dass man das probiert zu machen. Aber das braucht natürlich auch Gespräche mit der EU. Darum ist das Wichtigste kein Gesprächsabbruch, sondern schauen, wie man weitermachen kann, damit man den bilateralen Weg aufrechterhalten kann. Mhm. Und das wird extrem schwierig. Das ist kein Zuckerschlecken. Mhm. Und da muss man darum eben auch schauen, dass man die guten Verhältnisse, die wir irgendwie noch haben, und vor allem auch mit unseren Nachbarstaaten, dass man die nicht einfach mit den Füßen tritt und einen Scherbenhaufen hinterlässt. Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, dass man einerseits muss sagen, ja, das Abkommen, wir haben halt jetzt einfach die Sachen nicht erreicht, die wir wollen. Und also irgendwo muss man wie eine Mischung zwischen brüskieren und dann gleich im Gespräch bleiben. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Genau. Oder? Also, Politiker haben sehr oft auch mit Verhandlungstaktik zu tun, mit Gesichtswahrung. Man darf nicht frontal irgendwo etwas in die Brüche gehen. Also genauso wie du jetzt gesagt hast. Also, ich meine, wenn man sagt, dass jetzt jahrelange Verhandlungen faktisch ungenügend sind, Ziel nicht erreicht, dann muss man das so diplomatisch können überbringen, dass alle verstehen, was es ist, dass man gleichzeitig keine Türen zuschlägt. Weil wir haben ja auch ein Interesse, genauso wie auch die EU in bestimmten Bereichen wird ein Interesse haben. Aber, und das darf man dann nicht vergessen, oder? Die EU ist dann nicht einfach nur Deutschland und Frankreich, die schon ganz an einem anderen Ort steht wie Deutschland uns gegenüber, sondern es gibt dann noch ganz viele andere Staaten. Und wenn dann die Einstimmigkeit gefordert ist, dann müssen wir uns eben können mit vielen Staaten gutstellen und nicht nur mit einzelnen Staaten. Noch kurz zum CO2-Gesetz, weil mich das schon noch ein bisschen Wunder nimmt, oder wenn ich dich gerade hier habe, oder? Also das Gesetz, das wir am 13. Juni abstimmen, sieht eine massive Steuererhöhung vor und einen riesigen Topf an Geld, an Subventionen, die man dann politisch verteilt. Und ich meine, in eurer Partei gibt es Kritiker, die das nicht gut finden, oder? Warum ist man als freisinnige Präsidentin und freisinnige Partei für so ein Gesetz, das eigentlich euch widerspricht? Weil es ist kein Verbotsgesetz, das heisst, es ist kein typisches rot-grünes CO2-Gesetz. Wenn wir da hätten grün können freie Handeln, wäre ein ganz anderes Gesetz rausgekommen, das uns vor allem alles verboten hätte und uns hätte vorschreiben wie wir uns bewegen dürfen. Das Gesetz geht darauf aus, dass das Verursacherprinzip gestärkt wird, dass man Kostenwahrheit herstellt. Und darum ist es eben nicht einfach eine Steuererhöhung, sondern es wird das wird teurer, wenn man sich nicht so verhaltet, wie es eben richtig wäre. Das heisst, es hat klare Lenkungsprinzipien drin, oder? Und das ist eben genau der liberale Ansatz. Man will aufzeigen, dass selbst die sich dann eben im Sinn des CO2-Gesetzes verhalten, das wird dann auch wieder zurückverteilt an die Bevölkerung. Und das heisst, die kommen dann am Ende des Tages zum Teil, aber zum wesentlichen Teil. Und alle Berechnungen zeigen ja auch, dass selbst Familien, selbst wenn man mal in die Ferien fliegt, dass wenn man sich im Sinn des CO2-Gesetzes verhaltet, am Ende des Tages mehr ausgezahlt wird, als man einzahlen muss. Gegner des Gesetzes agieren da natürlich vor allem auch mit Zahlen, die gehen überall aufs Maximum. Selbst im jetzigen CO2-Gesetz geht man nicht auf die Maximalzahl. Also man hat ja jetzt auch bei den Abgaben hat man viel höhere Möglichkeiten, wird alles nicht gemacht. Es wird jetzt einfach überall über das Maximum argumentiert und es gibt keinen Grund, dass man nachher wieder aufs Maximum gehen wird, wenn man das jetzt auch nicht macht. Aber es sind ja gleich massive Subventionen, die nachher die Wirtschaft fast schon verplanen, was sie dürfen und was nicht.
Nein, es sind eben keine Subventionen, oder? Es geht um Kostenwart. Und wenn du das jetzt unter Subventionen stellst, dann muss ich dir jetzt aber auch sagen, weil wir jetzt ja nicht unter Kostenwahrheit laufen, dann subventionieren wir jetzt auch alles. Dann werden Ölheizungen, die neu eingebaut werden, auch subventioniert, weil sie werden nämlich nicht unter dem Aspekt der Kostenwahrheit eingebaut. Und was wir vor allem jetzt auch machen, ist, wir schicken im Jahr jährlich 8 Milliarden Franken in die Ölstaaten. Mit dem haben wir die Abhängigkeit pur. Wenn die einfach mal finden, mit den Kosten auf oder wir kappen das, dann wird uns das noch viel mehr kosten. Das heisst, was wir heute faktisch machen, ist, wir subventionieren die Länder, die wir wahrscheinlich genau nicht subventionieren wollen. Das Geld halte ich dann schon viel lieber in der Schweiz. Und kann mit dem dann vor allem eben auch, und das ist das Gesetz eben auch, es ist ein Innovationsgesetz. Oder? Das heisst, wir ermöglichen der Wissenschaft, der Forschung, unseren Unternehmungen, dass man wirklich die Innovativität an vorderster Fahne schreiben kann. Und die Schweiz lebt von dem. Wir sind typischerweise ein Land, das stark ist, wenn wir innovativ sein können. Und genau das fördert das Gesetz. Und genau so den Weg müssen wir beschreiten. Und darum sind wir eben so stark dafür. Aber gegen Kostenwahrheit kann man aus liberaler Sicht nichts haben. Oder? Das ist klar. Aber letztlich ist es ein Aufbleib vom Staat. Und es gibt nachher Beamte im Programm und so, wo 2,5 Milliarden hat man können lesen, wieder verteilt. Das ist natürlich nicht. Das ist ein höherer Preis für eine Freisinnige, oder nicht? Ja, es ist natürlich immer etwas mit Änderung verbunden. Aber es ist, man fördert mit dem die Innovation. Es kommt dann eben zielgerichtet am richtigen Ort an. Du kannst Kostenwahrheit sonst nicht einfach herstellen. Wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, werden wir es nicht überkommen. Und vor allem, die Schweiz hat ja gesagt zum Pariser Klimaabkommen. Mit dem Gesetz werden wir die Ziele können mal bis 2030 erreichen. Also es gibt ja Studien, die zeigen, dass wir das können erreichen können. Und vor allem, wenn das Gesetz nicht kommt, dann kommt mit Sicherheit nachher kein Gesetz, das einen liberaleren Ansatz hat. Oder? Und auch das ist mir wichtig. Es ist natürlich ein Kompromissgesetz. Es ist völlig klar, weil es ist ja nicht nur ein einzelner Artikel, wo man da drüber geht, sondern es ist eine gesamte Gesetzgebung. Und dass das dann immer mit Kompromissen einhergeht, das ist ja so. Es gibt Punkte drin, die hätte ich lieber auch anders gehabt, aber es ist dann doch noch das Parlament im Rücken, das das muss absegnen. Und ich erinnere einfach noch an etwas. Wir hätten können ein anderes CO2-Gesetz haben. Die SVP hat das nicht wollen, die haben gefunden, lieber gar nichts. Und gar nichts geht aber nicht, weil die Schweiz hat ja gesagt zum Pariser Klimaabkommen. Und die SVP wird das nie überkommen, was sie hat. Einfach gar nichts, weil die Frage wird nachher sein, wird es denn nicht noch viel stärker in eine rot-grüne Richtung gehen, in ein typisches Verbotsgesetz. Und da, glaube ich, da haben wir wirklich eine sehr gute Lösung gefunden. Hast du das Gefühl, das ist das Ja zu dem Gesetz, wie damals das Ja zur Energiestrategie, bringt der FDP vielleicht Wählerinnen und Wähler? Also ist ein bisschen Abstimmungstaktik dahinter? Nein, das war ja der Vorwurf, weil wir Diskussionen über die Umweltpolitik im Wahljahr gemacht haben. Mitnichten, das hat überhaupt nichts mit Wahltaktik zu tun, sondern ich bin wirklich überzeugt davon und mit mir ein Großteil, ein starker Teil unserer Basis. Wir haben unsere Basis da zweimal mit Umfragen abgeholt, wo klar gesagt haben, die FDP soll sich wieder zu dieser Thematik, zu Fragen von Umweltpolitik, klar äußern mit einer starken Positionierung. Und das haben wir gemacht. Da war jetzt einfach gerade das CO2-Gesetz in dem Ablauf drin. Aber uns geht es nicht einfach nur um das CO2-Gesetz, sondern uns geht es um eine liberale Ausrichtung, um eine Förderung der Innovation, gerade auch in Umweltfragen. Weil wenn wir die liberale Stimme hier nicht haben, dann haben wir nur die rot-grüne Stimme. Und das wollen wir nicht. Oder? Weil dann laufen wir nur in die Verbote hinein. Dann geht es darum, dass wir uns vorschreiben, dass wir uns in der Mobilität zurücknehmen müssen, dass wir uns weniger bewegen dürfen, dass wir in der Stadt nur noch mit Velo fahren dürfen. Und das ist nicht unsere Antwort darauf, sondern wir wollen hier über die Innovation funktionieren. Und damit man diese Stimme hört, braucht es eben die FDP. Wir müssen vielleicht noch mehr euren Stempel aufdrücken im Parlament für die liberale Art von Klimapolitik. Jetzt habe ich das Gefühl, ihr lauft ein bisschen den anderen hinten rein. Nein, das soll es natürlich nicht sein. Wir haben damit auch erst gerade angefangen. Da wird es noch viel Anstrengungen brauchen. Und vor allem auch, und das ist jetzt ein schönes Gesicht, bei uns in den Kantonalparteien, da kommen jetzt immer mehr so Bewegungen. Wir haben jetzt auch eine Homepage aufgestaltet, blueprints.ch, wo wir all die verschiedenen Bemühungen von den Kantonalparteien und so, wo wir das aufzeigen, wer macht was, und das ist immens, oder? Und vieles, was man eben gar nicht sieht, ist,
Man hat ja schon vieles verhindert, was völlig in eine falsche Richtung wäre gelaufen. Und dann eben durch das können den liberalen Stempel aufdrücken. Das ist natürlich viel schwieriger zum Verkaufen, wie einfach eine Politik, die sagt, mit Verbot machen wir das und das. Und das kann ich einfach verkaufen. Oder? Aber aufzeigen, dass man eben mit Innovation ein Ziel erreichen kann, das ist grundsätzlich schon mal schwieriger. Und an dem müssen wir noch arbeiten, da gebe ich dir völlig recht. Und dann müssen wir unseren Stempel noch viel stärker aufdrücken. Da sind wir dran. Man hat jetzt aber auch, ausser die Diskussion um das CO2-Gesetz, ist es bis jetzt noch nicht so schwierig gewesen. Vor allem das letzte Jahr war prägt von Corona. Etwas anderes hat keinen Platz mehr gehabt. Und da müssen wir wieder, da müssen wir können klar weitermachen. Und da müssen wir können mit dem Innovationsstempel voranschreiten. Wir können sicher über das wieder reden. Das Thema Klima und Umwelt geht uns nicht aus, wenn wir uns nächstes Mal sehen. Merci vielmals fürs Kommen, Petra. Danke vielmals. Und eine schöne Zeit.